Also wir haben gestern die Ausstellung gesehen, die war unter Motto Winterreise von Ja. Schubert und Winterreise von Robert Hammerstiel. Wie du erwähnt hast, du hast wirkliche Winterreise gehabt mit schlimmen Folgen, bist nach Österreich geflüchtet, gekommen und in Österreich hast leider Schicksal gehabt, das die Weg geführt hat in österreichische Sibirien, also in Waldviertel. Wie war damals dein weiterer Lebensweg dann nachher in Wien, nach der Handelsschule und so weiter? Ja, also nach der Hand, nachdem ich ja keinen Posten gekriegt habe, weil ich ja noch Flüchtling war, ist es dann halt angegangen mit Arbeiten, ja alles Mögliche, Kindermädchen, Bedienung, dann selbst dann als Kindermädchen noch zusätzlich verdient durch Strümpfe stopfen, komischerweise, ja. So ein Stricken. Zeit war Es waren das. so viele Kleinigkeiten, die einem dann das Leben ein bisschen erleichtert hat. Und erst später durfte ich dann eine Lehre machen, weil ich das Bedürfnis gehabt habe, etwas aufzuweisen, ja, Ja, irgendetwas, nicht ja. so nichts zu sein, ja. Also anständige Beruf Ein lernen. Beruf, ja, obwohl ich immer lernen wollte, aber das war einfach nicht möglich. Dann habe ich irgendeinen Beruf ergriffen, wo die Chefin mich also genommen hat, unter der Bedingung, dass ich während der Lehrzeit auch den Haushalt führe. Ja? Ja. Und das war mir dann eigentlich egal, ich wollte nur einmal einen Nachweis erbringen, dass ich auch etwas bin. Und habe dann eine Lehre gemacht mit Abschluss des Wiener Wäscheschneiderhandwerkes, das heißt, diese feine Wiener Handarbeitsbluse. Wo haben wir dort gelernt? Dann war ich dort noch 4 Jahre in der Firma. Dann bin ich von dort weg und habe dann bei Singer Nähmaschinen, das ja ein Begriff ist, Ja, klar. als Verkäuferin angefangen, was schon für mich ein persönlicher Aufstieg war. Aufstieg. Und dort war ich dann auch 8 Jahre. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen durch meine Schwester, die in einer Plissierwerkstätte gearbeitet hat, wo also Faltenröcke gelegt werden, Knöpfe gepresst und dergleichen. Und dann habe ich mit meiner Familie, mit meiner Mutter, meiner Schwester diese Firma übernommen und habe sie dann 21 Jahre lang geführt. Und das war eigentlich für mich persönlich etwas Fantastisches, weil wir waren selbstständig. Meine Mutter wollte immer haben, dass wir selbstständig sind. Und das war eine sehr schöne Zeit, muss ich schon sagen. Zwischendurch habe ich geheiratet, einen Wiener, der sehr viel Verständnis aufbringen musste, auch mit einer Werschetzerin verheiratet zu sein, weil Werschetz immer ziemlich dominant war. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Zeit. Und bin dann 1985 in Pension gegangen. Und ja, mein Mann Gut. ist verstorben vor 4 Jahren. Gut. Es war im Endeffekt eine schöne, positive, ausgefüllte Zeit. Also in letzter Zeit hast du deine Heimatstadt besucht, Ja, mehrmals, du ja. warst einmal etwas länger. Ja. Welche Eindrücke hast von Werschetz? Welche Veränderungen bemerkt hast? Also einfach, welche Eindrücke allgemein hast mitgenommen von Ja, Werschetz hier? also ich war 9-mal in Werschetz und das erste Mal 1971 oder 72 und mit meiner Mutter, meiner Schwester und da haben wir auch mein Geburtshaus besucht, was mir damals noch sehr wehgetan hat, muss ich sagen. Die Veränderungen waren nicht sehr groß, aber wir haben sehr gute ungarische Bekannte gehabt und das hat ein gewisses Heimatgefühl gegeben. Und dann war so die Werschetzer Kirche, die unverändert ist und das bleibt unverändert im Herzen. Und in den weiteren Besuchen von Werschetz muss ich feststellen, in den letzten 20 Jahren ist es immer schöner geworden, immer besser geworden. Unsere Werschetzer katholische Kirche ist unverändert. Alles andere hat sich zum Positiven verändert. Am Schlossberg haben wir unsere
Rochus, und die, die Kreuzkapelle ist sehr schön. Dann die pravoslawische Kapelle ist sehr sehenswert. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat es sich positiv verändert. Es tut mir jetzt auch nicht mehr weh, wenn ich nach Werschetz komme, sondern ich sehe es eben als Teil meines Lebens. Ich bin dort geboren. Kindheit. Es ist da drinnen, aber ich bin letztendlich hier in Wien zu Hause. So ist es. Aber Werschetz bleibt ewig Werschetz.